Aber auch Bier kann auf jeden Fall das reißen. Aber mal sehen, wie es aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es schnelle Spiele werden, obwohl es alles nicht mehr ist. Ich glaube auch der Airdrift, den er hat eigentlich sehr gut gegen, um gegen Ike zu spielen, so gegen seine Boxen rum zu manövrieren. Und dann das einzige Problem bei Wario, die eine Schwäche, die er hat, ist natürlich, dass er absolut gar keine Range hat. Das stimmt, ja. Ich glaube nochmal schlimmer als Wario, Mario. Und da reinzukommen gegen jemanden, der so eine gute Range mit dem Schwert hat, so, er hat die Aerial Speed, um da rumzuspielen, aber er muss es auch trotzdem erstmal schaffen. Ich würde sagen, Wario hat, glaube ich, weniger Range, Airborne, und ist dadurch auch unsafer, wenn er halt Aerials macht, aber sein Ground Game ist ein ganz Stück besser als Mario, ist auf jeden Fall. Ja, ich meine, es rein range-mäßig, um überhaupt reinzukommen. Aber da hat er auch zum Beispiel Up-Tilt, der relativ viel Range hat. Und Up-Tilt ist ja auch gar nicht so interessant, wie auf jeden Fall. Bisher ist das Ding auf jeden Fall auch wieder ein gutes Spiel. Ich meine, ja, was erwartet man nach der Phase des Games, das ist normalerweise immer relativ gut, so, außer jemand hat irgendwie gerade einen hart krassen Kill gemacht, so. Ich finde so, SDN ist ein Spieler, weil du dir auch immer so ein bisschen auf bestimmte Options klarkommen musst. Da kann auch sehr unorthodox sein, was wie gesagt gut gegen Slipknot ist. Oh, das ist cool. Der Rare ST. Ja, da ist wahrscheinlich, also hat wahrscheinlich ein Jump rauskommen und der kam einfach nicht, als er gedroppt. Sehr ärgerlich. Wegen Wario hinten liegen, was man eh immer tut. Gerade jetzt. Bei einem Hintergrundspiel schon vorbei ist, auf jeden Fall wirklich gefährlich. Oh. Aber er kriegt aber den Back Air, also die rettet ihm nochmal das Game. Also fürs Erste. Ja, der Ledge entscheidet sich also auch wieder sehr viel, glaube ich, in diesem Matchup. Also, vor allem für Ike. Weil so das Onstage-Game ist es sehr schwer, für ihn hier reinzukommen. Aber ich könnte eigentlich sehen, dass Wario vielleicht einfach gut hochkommt, den Bike, dass er gar nicht die Ledge-Situation forcen muss. Ja, aber ich meinte so. Das Ledge-Stepping, meinte ich, du weißt. Also ich glaube, die Edge-Garden tun dieses beide nicht wirklich krass. Außer bei Slippy, man weiß nie, ne? Der kann das eigentlich ziemlich gut. Ich meine, dass er gar nicht erst zur Ledge-Trapping-Situation kommt, weil er einfach high recovered und dann so auf die Stage kommt. Ja, das kann sein. Aber kann er mit Api vielleicht auch ganz gut covern mit Ike? Oh, sehr guter Anti-Air her. Er hat gerade den Nair von Ike Anti-Air, so ein Frame, bevor das Schwert bei ihm ankommt und kriegt dadurch einen Waft. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner. Ich habe auch den Hard-Waft bekommen, so. Ich meine, jetzt wäre auch der Full-Waft fertig gewesen, so, aber hat auf jeden Fall gereicht und den sollte man auf jeden Fall nutzen, denke ich, so viel wie möglich, weil er halt auch garantiert einen zweiten jeden Fall bekommt. Ja, Half-Warp ist ja sogar frame-mäßig besser und connected besser. Mhm. So, ob es jetzt auch der Full-Warp da connected hätte oder nicht, so als Nicht-Wario-Spieler habe ich da mal keine Ahnung. Für mich connected Warp immer. Ja, ich bin mir da auch immer nicht ganz sicher. Er wurde auch angeblich mal genervt, also ich irgendwie null. Aber, schön rausgedappt aus der Dash-Attack. Das sollte ich mir vielleicht auch mal ansehen. Und jetzt ist er mit dem Tech-Chase und der ist Slippy. Der wird ja nicht auf jeden Fall nicht so einfach aufgeben wollen. Ja, Game 1 sieht schon mal sehr, sehr gut aus für Slippy. Müsste jetzt auch so bald wieder Half-Warp haben, so nicht, dass er ihn braucht, aber. Kämpft schon sehr Dutch, also er geht einfach richtig gut mit seinen, SDNs Dashbacks mit seinen eigenen Dashbacks. Das macht er generell sogar sehr gerne. Aber es funktioniert einfach jetzt schon zweimal in einem Stock so gut und hat dadurch immer deutlich bekommen. Schönes Schild auf dem Flieger. Er ist so schwer zu hitten, Schild ist jetzt ein bisschen klein, da muss er vorsichtig sein, ja. Hat er wahrscheinlich verpeilt. Ja, das war, glaube ich, einfach ein Shitbook. Ja. Hat unten so. Wurde der C noch getroffen irgendwo. Er hätte auch einfach nicht committen dürfen, glaube ich. Da hat er sich die Zeit nehmen, dass er sein Schild wieder hochgeht. Landing down auf der Plattform, bitte. Dreist. Das macht er auch viel. Also er hat gerne gerne so viel Doppelte. Ja, vielleicht war das auch der SD, dass er gar nicht Side-B machen wollte, sondern Jump-Up-B. Ja, er geht auch öfter mal so für Side-B zu Ledge und dann nimmt er mal Side-B on-Stack. Das macht er auch sehr gerne. Die Back-Air kennt noch nicht, aber die nächste, die wäre es. Ich habe halt das Gefühl, er tendiert generell ein bisschen dazu, so Options gerne zweimal hintereinander zu machen. Und SDN? Ja, auch nicht mehr so, aber... Er hält einfach seinen Mund offen und SDN springt rein, ja. Der Heartbeat. Das ist halt auch ein bisschen... Also keine Ahnung, ich bin die Hitbox von dem Shot, ich schon mal ein bisschen weiß. Okay, eine Abi, sehen wir noch einen? Nein, er geht näher. Näher. Aber ja, hätte leider nicht. Ich glaube, da war Rage dann im Weg. Da ohne Rage hätte es connected. Auf jeden Fall. Ich glaube, den braucht er jetzt aber nicht mehr. Ja, ich meine, kann immer noch schön sein, um irgendwie eine Plattform-Tech-Chase oder sowas zu covern. Oder irgendwo durchzuarmen. Ist nice to have, manchmal auch zum Recovern vielleicht, wenn das Motorrad nicht da ist. Ja, stimmt, dafür ist es natürlich schon besser. Ja. Aber gerade jetzt muss halt diesen Stock aber auch holen. Oh. So Ike mit Full Rage ist jetzt, also da fehlt auch nicht mehr so ganz viel, bis Wario auch stirbt. Nee, da benutzt es einfach nur, um Schilder nicht zu machen. Ich kann es halt so eine Art Anti-Landing mit sein, weil es halt auch versucht, weil er bisher immer die Chance gemacht hat, die Rolle zu legen, weil das covert ja wahrscheinlich Rolls in beide Richtungen. Slippy findet diesen Kill nicht. Ja, es könnte schwer sein, aber ich finde, das ist auch gar nicht so einfach, einen Kill zu bekommen. Du hast die Up-Air. Das reicht. Ha, Das ist am Anfang. Ja, das Comeback von SDN. Alter, stimmt, aber das kann er auch wirklich so am Leben halten, habe ich das Gefühl. Ich meine, wenn du in ihm drin bist, dann
kriegt SDN auch manchmal gut viel Schaden, aber so reinzukommen ist nicht so einfach. Ja, das meine ich mit dem Matchup, dass es schwer ist für Wario da reinzukommen. Und gerade wenn du killen willst, du kannst da nicht einfach in so ein Ike die ganze Zeit reinrennen. Und SDN macht das super, super schön, dieses Spacing im Neutral. Du kommst da nicht rein, also. Auf jeden Fall, ja. Slipknot kommt zumindest gerade nicht rein, aber das ist auch so eine Wario-Sache. So die eine Schwäche, die Wario hat. Ich bleib auf jeden Fall auf PS2, wenn ich das sehe. Hab ich auch gewundert, dass ich. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Slipknot sehr wohl auf dieser Map fühle, auf dieser Stage. Ich glaube, es gibt auch kaum Werke, die ich PS2 mag. Ja, das stimmt. Außer gegen Sona vielleicht, weil ZFAT ist, wie es da sind, dann hat sich gut geschrieben, läuft der. Also selbst gegen die Sona mögen viele PS2, auch wenn sie es nicht sollten. Das ist halt dann immer lustig, wenn ich irgendwie so einen Samus-Main fragt, wollen wir PS2 starten? Nee, lass mal. Ja. Also hab ich mittlerweile auch abgewöhnt, da würde ich das nicht gerne machen. Allerdings auch eine Stage, wo man halt selbst killen kann, auf jeden Fall nach oben fallen. Ja, nach oben killen ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch ein Matchup, wo ich glaube, die Stage in beide Richtungen jetzt nicht so einen krassen Unterschied macht. Okay. Also weiß, PS2 zumindest. Ich weiß auf jeden Fall, dass Game 1, ich muss sagen, Slippy verliert relativ häufig mal Game 1. Habe ich zumindest auch mal beobachtet, aber genau das sind die Momente, wo er sich dann immer die Informationen sammelt, wo er das auch einfach mal in Kauf nimmt, vielleicht ein bisschen mehr Schaden zu nehmen, als er vielleicht müsste. Aber danach spielt er normalerweise immer die anderen drei Games richtig viel runter. Und auch sehr viel, also er macht halt so diese Adaptions quasi in seinem ersten Game, der er richtig smart findet und achtet dann darauf, dass der Gegner halt die Lektion darauf macht. Und passt sich halt immer wirklich sehr, sehr schnell an. Ja, ich finde Slippy ist in der Art so ein bisschen so ein Sodrick Junior. So, das kann ich leider nicht so gut einschätzen. Achso, ja. Sodrek ist auch ein Spieler. Am Anfang denkst du dir immer, ich komme klar und dann adaptet er. Und extrem krass. Ja, das auf jeden Fall. Also und Slippy funktioniert ähnlich, ja. Die Langzeiterfahrung, die Sodrek schon hat, schon wenn er seit Sidebro gespielt. Das Lustige ist, er war halt von Anfang an so. Er war halt fast instant Deutschland-PR. Ist einfach so. Echt? Ja. Sodrek war von Anfang an krass. Und ich finde, Slippy ist so der das Naheste, was wir an Sodrek haben in Ultimate. Er hat so diesen ähnlichen Playstyle von wegen, ich adapte, ich gucke erstmal, was du machst. So dieses immer Mix-Up und nicht das Gleiche machen dürfen, genauso musst du auch gegen Sodrek spielen. Ja. Weil, wenn Sodrek einmal gegen dich adaptet, so, dann ist vorbei. Boah, das sah noch. Also, gut von der SDM, dass er da hochgegangen ist, nicht mal so. Also, auf jeden Fall sofort erkannt, was er machen möchte. Aber sowas sehe ich auch wirklich selten von Slipknot, dass er so versucht, einfach einen War Rough Attempt, um zu edgeguarden. Ich meine, sicherlich hätte es funktioniert, wenn die Situation so gekommen wäre, wie er vorher gedacht hätte, aber ich habe mich trotzdem surprised auf jeden Fall. Ich glaube, da hat sich ein bisschen verschätzt. Hätte es ein Miss-Input sein können, dieser War? Ich glaube nicht, oder? Ja. Wollte irgendwie ein Neutral Beat drücken und irgendwie fast fallen? Ich glaube nicht, dass Neutral Beat da was geholfen hat. Also ich glaube, Excited kannst du mit Neutral Beat nicht stoppen, ganz ehrlich. Ja, okay, stimmt schon. Ja, dann war es kein Miss-Input. Auf jeden Fall eine wilde Option. Da schon wieder schöne Anti-Hop und Neutral Beat. Also Anti-Hops von Slipknot, die sind so. Ja, fies. Komplett böse. Was ist das mal mit der Headshot, mit der Abi von oben? Also scheinbar hat er da irgendwas researched, ja. Was jetzt nicht klappt, aber es sieht auf jeden Fall gewollt aus. Ich denke auch, dass das mal, also er hat auf jeden Fall einen Plan, wie er halt Headshot nicht besorgt, aber bisher hat es einfach nicht funktioniert. Das könnte er vielleicht auch helfen. Ich glaube, mach mal der Abi. Das ist so üblich gegen ihn, um letztlich Advantage zu sein, weil du immer so mit so was rechnen musst. Der Klatscher killt diesmal, aber. Ja, und genau in so einer Situation gegen zum Beispiel die Abi in der Ledge, da willst du eigentlich Rage haben gegen Ike, aber die eine Sache, die Wario fehlt. Aber wer braucht Rage, wenn du einen Warp hast? Okay, 105%. 105% waren das, das ist wirklich. Jetzt muss er halt auch fast nochmal in meine Team kommen. Nice. Ike hat zwar kein Rage, aber er ist jetzt auch schon so. Noch so ein paar Hits und dann killen. Das halt auf jeden Fall. Wir sehen auch auf jeden Fall SDN, der hat den Lead und der denkt sich, jo, ich muss gar nicht committen. Ich spiele hier meinen Nimpel, ich bin safe. Und den Moment, wo ich sehe, dass du Slipknot irgendwie einen kleinen Fehler machst, näher ab, er tot. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, das auch relativ früh. Also sieht jetzt auf jeden Fall nicht gut fürs Ganze. Ich habe das Gefühl, dass ich schon das zweite Mal einen relativ großen Lead verspielt, glaube ich, ne?
Auf jeden Fall Slippy vielleicht ein bisschen nervös. Auf jeden Fall dieser Wurf mit Cam, der war auf jeden Fall. Ja. Der ist die anscheinend relativ unshakable zu sein, auf jeden Fall. Ach, der sitzt da und der macht das. Zumindest gerade. Ich kann noch absolut kein Problem damit haben, eine Maske zu tragen. Jetzt hat so viele kurze Jahre an. Aber. Okay. Update. Update sogar, update finde ich auch gerade zu sehr. Relativ oft eigentlich so. Ist auch wahrscheinlich nicht so gut, aber sieht man auch nicht so viel von der Alten halt. Dann kann ich mir vorstellen, dass das relativ gut ist gegen Vario, weil es so relativ lange diesen Space Body covert und Vario manchmal da einfach reindriften will. Jetzt hat er auf jeden Fall ins klassische Outfit gewechselt, vielleicht hilft das ja irgendwas. Ah, jetzt gewinnst du wie. Ja, Stage ist immer noch nicht überrascht, wahrscheinlich. Schön. Dash Attack, damit ist auch SDN covert so gut der Landing Zone. Er wartet darauf, in welche Richtung er dort schon direkt und so gut mit dem Dash Attack, der auch so viel können kann. Ich find's richtig schwer gegen ihn zu landen. Ja, selbst Vario damit trifft er mit seinem nice Tomahawk, oder? Oh, da schon wieder. Ja, da richtig, war es wieder. Richtig gut. Ja, die SDN Dash Attack ist so ein bisschen was, was dieser GRF-Tit ist. An der Ledge. Trifft er irgendwie immer diesen Move, obwohl der nicht schnell ist. Und wie connectet er? Ja, wenn er halt weiß, was kommt zu dem. Also wenn er die Situation erkennt, in der er trifft, dann geht er dafür auf jeden Fall. Das funktioniert ziemlich gut. Gerade er dort deswegen ist funktioniert das echt nice. Ja, ist auf jeden Fall ein Heartbeat und den scheint er sehr oft gut zu kriegen. Und selbst wenn du den Airdrop, sag ich mal, misst, du hast dann normalerweise trotzdem noch so lange irgendwie Landing Lag, dass du halt auch den gewifften Dash-Tag nicht punishen kannst wahrscheinlich. Also verlierst du dann nicht auch nicht richtig viel. Ja, das Gefährliche ist eher, dass der Gegner vorher landet und dann das shieldet, weil dann ist es unsafe, aber ja. Mit dem Airdrop ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer, das zu punishen. Ich kann jetzt den raus, dann kriegt den Update. Ja, cover die Roll-In. Der Ellenbogen trifft dann noch hinter ihm. Wie du schon meintest, das war wirklich, glaube ich, ein bisschen mit das Opening zu finden. Also wenn er die kriegt, dann convertet er schon seine Vario Sachen, aber das erstmal zu kriegen ist schwer, gerade gegen STN. So. STN ist so gut einfach, Space zu covern und dich nicht machen zu lassen, was du machen willst. Das hatten wir gegen Sergio mit Terrier, es war genauso. Hat er auch gestruggelt reinzukommen. Auf jeden Fall, ja. Und auch jetzt, also ich meine, er hat einfach viele Hitboxen, die er rauswirft, so, aber kannst du doch machen gegen Mario, wenn er nicht benutzt. Funktioniert einfach. Oh, gut, ich hätte gedacht, das wäre vielleicht schon morft, aber es hat einfach nicht gefehlt bei den Prozenten. Ist aber auch jetzt auf jeden Fall aktiv so, da kann er sich natürlich auch easy das Game zurückholen. Mit. Also nicht super easy, aber. Also morft würde er jetzt wahrscheinlich schon fühlen. Ja, ich denke auch. Sollte ihn wahrscheinlich ein bisschen Momentum zurückbringen. Okay, Attack nach außen muss man, damit man nicht den Update in den Wurf frisst. Das muss man aufpassen, irgendwann entweder einfach in die Hand macht Dash Attack. Ist natürlich besser als Update Wurf, aber. Ich denke auch, das ist trotzdem immer besser. Also ich glaube, ich würde fast immer so das Safe gehen, anstatt halt zu sterben, lieber das halt zu kassieren. Wobei es natürlich auch blöd ist, auf Safe zu sein. Und Mix auch generell schon helfen kann, nicht einfach am Predictor zu machen, aber ich meine, manchmal will man einfach absolut keinen Stock verlieren. Ja, kommt aber glaube ich auch drauf an, wie schlecht du an der Ledge bist gegen Mario. Ja, das stimmt. So mit Ike, der scheint ja immer gut zurechtzukommen. Ich glaube, die Side-B, die kannst du nicht wirklich duffeln. Wenn man jetzt es schafft, diesen Kid zu holen und seinen Warp hat, und dann gibt es noch gutes Comeback-Potential. Ich habe das Gefühl, also ich weiß auch nicht, was wir hier anders machen können. Ich habe das Gefühl, er hat sehr viele Abilities auf sein Schild, aber der auf Ike. In der Hoffnung, dass die treffen, aber es funktioniert halt nicht wirklich so ganz. Und jetzt gerade verzweifelt er so ein bisschen daran, ob das auch nicht so gut sein. Ja, es geht noch nicht. So früh auch nicht. Ich dachte, das ergibt vielleicht schon erst die. Geht es? Von da oben? Ja, wenn er sie eben runterblackt hat. Das ist ja kein Chrom. Ah, okay. Ich glaube, bei Chrom ist es krasser. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht könntest du ein bisschen mehr mit Carries arbeiten, um das besser klar zu kommen. Oh, das war gerade wieder mit Erdos, aber ich kann es auch nicht spannend, weil er irgendjemand selber gerollt ist. Und SDN, der lässt sich nicht interacten. So. Dieser Stock, diese Prozente, die hat er jetzt schon irgendwie eine Minute lang, da ist nichts passiert. Oder nicht viel? Er einfach sehr gut sein Schild, um Vario irgendwie dazu zu bringen, in seine Grab-Range quasi kompetieren zu müssen. So. Weil wenn du Vario grabst, dann hast du halt sehr viele Möglichkeiten. Also wenn Vario für Grab gehen muss, hast du wirklich sehr viele Möglichkeiten, das zu punchen. Ja, dann macht Slippy einen kleinen Fehler instant. Ich jump rüber.